Miau. Hallo Freunde. Ja, wir haben eben ein Halbstunden-Video aufgenommen, bevor wir gecheckt haben, dass das Mikro nicht richtig drin steckt. Wer mag dafür wohl verantwortlich sein? Einer muss wohl erschossen werden hier im Team. Wo ist die Airsoft? So Freunde, wir beginnen nochmal von vorne. Double Victory. So ungefähr muss das ablaufen. Wobei ich ja bestimmt bald verklagt werde, weil Victory ist auch schon von jemandem reserviert. Wir hatten heute nämlich das Thema Beef im Internet bei YouTube, wie sich da diverse große YouTuber gegenseitig beschuldigen. Du hast mir irgendwas geklaut und wenn es bloß meine Frisur ist. Na jedenfalls, oder mein Zickenbart, der bis hier unten hängt. Jedenfalls haben wir das uns ein bisschen angeguckt. Wir wollen ja keine Namen nennen. Aber von Billy the Hand und Tu mich Angie, TM, diverse Videos haben wir durchgeguckt, wie die sich da bitte vollkotzen im Internet. Da ist mir dann gleich mal schlagartig durch den Kopf geschossen. Ich tue ja auch kopieren von einem, der sich nennt Tanzerlaubnis. Und ich habe keine Zahnlücke nicht. Das Team haut sich gerade aufs Sofa und heult. Leute, das ist ja auch kein Peace, weil eigentlich ist das ja eine Kupplung. Oder von Schnick, Schnack, Schnuck. Oder was weiß ich. Okay, das zu dem Thema. Jetzt geht's weiter. Was war das nächste Thema gewesen? Also, es wurde sich da vorgeworfen, du klaust meine Ideen, aber ich meine, wenn meine Idee ist jetzt, ich schieße mit meiner Luftpistole auf Mr. Lucky Bear und zünde ihn hinterher an, ich meine, dann muss ich da halt wirklich jemanden fragen, ob ich das auch machen darf oder ich will jetzt meine Melone mit einem Handkantenschlag zerteilen, muss ich da auch jemanden fragen, ey du, ich will deine Idee klauen? Mann, 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 aber die beiden haben schon recht. Wenn man dann zeigt, dass diverse Thumbnails 1:1 abkopiert wurden, ist das schon ein bisschen ärgerlich. Also, ich habe dafür einen Angestellten. Deine 10 Sekunden des Ruhms. Verbeuge dich. Schön. Ich habe dafür einen Angestellten, der dafür zuständig ist, Thumbnails zu entwerfen und die hochzuladen, was er meistens vergisst. Und ja, okay, das sollte wenigstens sein. Haben wir das gesagt? Gut, was wollte man noch sagen? Amazon-Gewinnspiel. Hier erscheint jetzt der Name des Gewinners. Das kann der Kollege ja in grün reinkopieren dann. Guckt euch mal hier. Das ist das. Hier ist der Gewinner. Den kannst du dann hier reinkopieren. Gut, schafft er. Na gut, dann packen wir den Gewinner wieder ein. Hat ja erledigt. Mal. Natürlich ist der Gewinner kein Neffe von mir. Mein Neffe, der war gleich raus. Da hinten sitzt er. Es ist doch kein anderes Familienmitglied und es ist nicht mal jemand aus meiner Stadt, Freunde. Und das sollte bei einem Gewinnspiel wirklich so sein, dass Fremde gewinnen und nicht die eigene Familie, auch wenn man sie so solle mag. Ich meine, seiner Familie kann man auch so mal was schenken. Kriegst nischt. Merkst du, du kriegst nischt. Nee, Leute, so muss das sein. Ein Gewinnspiel ist ein Gewinnspiel. Da gewinnen fremde Leute, die ihr noch gar nicht kennt. Wir hoffen ja, dass der weiterhin was schreibt, der Mr. Kadar. Deswegen ja das Beweisbild, was der Kollege dann, was ich auf den Fußboden geschmissen habe, das ist so ein Internettool, ich habe davon keine Ahnung und da haben wir alles Mögliche eingegeben und er erschien als Erster und hat deswegen auch gewonnen. Und wir probieren da auch nicht 15 Mal aus, bis jemand, der genehm ist, gewonnen hat, wie auch immer, kann man ja alles nachvollziehen. Und wir machen jetzt bald wieder ein Gewinnspiel. Vielleicht so. Weil wir haben da jemanden, den wir gerne gucken. Ich meine, kleinere Karten, wie der verlost hat, gibt es ja gar nicht. Meine Meinung war, es waren 5 Euro. Kollege sagt, es waren 10 Euro. Ist mir auch egal. Ne, deswegen schnippeln wir jetzt diese Karte klein. Daher das Zeichen wahrscheinlich. Und dann können sich das diverse Gewinner teilen. Dann. Oh Mann, ist das schlimm. Leute, so, das war zu dem Thema mit den Gewinnen. Also wir finden das nicht in Ordnung, wenn ein Bekannter gewinnt. Es gibt sowas auch in der Wirtschaft, das nennt sich dann so ein Befangenheitsparagraphen.
Und das sollte auch bei so einem Gewinnspiel, steht auch immer im Kleingedruckten, bei den Lotterien irgendwo, Mitarbeiter der Firma, bla bla bla, sind ausgeschlossen vom Gewinnen. Das ist nun mal so und das sollte sich auch so gehören. So, das war das Thema, was wir abgehakt haben. Nächste Thema, ich habe mir da eben so einen Spickzettel gemacht, der andere ist verschwunden. Was stand auf dem oben? Da stand Clickbait oben, ne? Ja, hatte ich, genau. Nächstes Thema, Ideen sind nicht patentiert. Wer will, dass ihm niemand was mopst, der muss etwas patentieren. Ideen kann man schlecht patentieren. Und wenn ich muss auch bei einer mathematischen Gleichung, die ich benutze, um irgendwas auszurechnen, nicht immer hinschreiben, ich habe die von Konrad Zuse geklaut oder von wem auch immer, also oder Pythagoras, sondern ich benutze die Gleichung einfach. Und genauso ist es mit Internet. Wenn Lucky Bear sterben muss, muss Lucky Bear sterben. Und wenn Mr. Rogi angezündet wird, dann zünden wir den an. Und dann wird auch nicht gefragt, ob ich das darf. Nur amerikanische Flaggen darf man nicht anzünden, sonst wirst du weggebombt. Müsst ihr euch gut merken, Leute. Ne? So, das zu dem Thema. Was war das nächste auf der Liste? Wie gesagt, da sollte man auch nicht so sein. Aber wie gesagt, Thumbnails klauen ist schon scheiße. Da gebe ich dem Mister auch recht, der das angeprangert hat. Da hat er recht, ne? Also für mich haben alle ein bisschen recht. Aber in der Community ist nun mal so, da wird geschaut, was macht der, das macht mir Spaß, das will ich auch machen. Ey Leute, ich habe auch niemanden gefragt, ob ich Messer reviewen darf oder kann. Ob ich die Befähigung habe dafür. Weiß ich nicht, ich bin über 18. Deswegen frage ich doch niemand. Meine Messersammlung, bla bla bla, heißt dummerweise genauso wie bei jemand anders. Und wenn ein anderer dann hinten bei mir erscheint in der Suchliste, dann bin ich darüber auch nicht böse. Ich meine, es gibt eben Leute, die interessieren sich für Waffen, Schreckschuss, Luftpistolen und ich review die auch. Aber was ich nicht in Ordnung finde, und das ist der nächste Punkt auf meiner Liste, es gibt da so eine diverse Community. Und da wird derselbe Karton derselben Waffe inzwischen schon bei 10, 15 Leuten weitergereicht. Und jeder testet dasselbe Gerät, was vom selben Waffenladen gesponsert wurde. Genauso zerfetzt sieht inzwischen das Paketchen schon aus. Ey Leute, alles was wir hier reviewen, gehört mir oder unserem Team. Und wir reviewen nichts, was wir irgendwo mal für 10 Sekunden geliehen bekommen haben. Sondern wir reviewen die Sachen, die uns gefallen. Und demzufolge kaufen wir dummerweise bei Amazon ein, weil es so schön bequem ist und reviewen dann die Sachen, weil wir die ja daher geholt haben. Irgendwo muss man das Zeug ja kaufen. Und dann wird das eben reviewed, aber wir haben es eben gekauft, weil uns das gefällt. Und nicht eine geborgte Waffe, die ich dann zu meinem Kumpel schicke und der macht dasselbe Video normal, nur mit einem anderen, nochmal, nur mit einem anderen Sprecher. Weil das finde ich dann schon irgendwie ein bisschen abstoßend. Das hat mir auch nicht gefallen. Nach dem dritten Video mit derselben Waffe habe ich aufgehört. Weil die ja von einem Nachbarn zum anderen weitergereicht wurde bis ans Ende der Straße. Also irgendwie, darüber könnt ihr mich ein bisschen aufregen. Ja. Und wenn ein, naja, weiß ich nicht. Ich meine, ich review auch alles Mögliche an Waffen. Schreckschusspistolen, etc. Nur, wir geben zu, zurzeit pausiert es da ein bisschen. Ich kann an meine eigene Sammlung eigentlich nicht ran, weil die hat noch die liebe Ex-Frau. Und ob ich die jemals wiederkriege, weiß ich nicht. Und dann können wir wieder loslegen im Sekundentakt mit Messern und Schwertern und alles Mögliche. Und das ist aber zurzeit unerreichbar für uns. So.